Als Gastgeber möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen und einige Worte zur Biografie der Referentin sagen heute Abend. Tuppen-Schödin wurde in Chicago 1950 geboren. Sie ist dann aber in Los Angeles aufgewachsen. Sie hat einen Bachelor of Art von der University of California in Geschichtswissenschaften. Nach dem Studium, das ist ja sehr vernünftig, ist sie offenbar erstmal auf Reisen gegangen nach Europa, Afrika, Asien. Kannst du ein bisschen sagen, oder? Kannst du das übersetzen, oder? Ja. Nicht, dass sie denkt, dass ich hier vollkommen Unsinn rede. Und hat dann als Lehrerin in Los Angeles gearbeitet. Ihr ursprünglicher Lehrer war offenbar Lama Yeshe, der ja legendären Ruf auch im Westen genießt. Und später hat sie offenbar an dem auch sehr bekannten Seminar über Lamrim in Kopan, Nepal, von Lama Yeshe und Lama Söpa Rinpoche teilgenommen. Daraufhin, schon 2 Jahre später, wurde sie 1977 Nonne, ordiniert durch Kyabshe Ling Rinpoche, einen der 2 Tutoren des Dalai Lama. 1986 hat sie dann die Ordination zur vollen Vollordination genommen als Bhikshuni in Taiwan. Ihre Lehrer, sicherlich unter anderem, sind vor allem natürlich seine Heiligkeit der Dalai Lama, Serkong Rinpoche und Lama Söpa Rinpoche. Sie führte auch das spirituelle Programm des Tsongkhapa-Instituts in Italien, in Pomaya. Und lehrte gleichzeitig in Singapur und 10 Jahre hat sie in Seattle unterrichtet. Seattle. Seattle, oder? Seattle. Ja, Entschuldigung. Keine Ahnung. Das, wo Little Buddha gedreht worden ist, auf jeden Fall. Sie hat an sehr vielen Konferenzen von Nonnen, buddhistischen Nonnen teilgenommen, zum interreligiösen Dialog von Ordinierten überhaupt und an den berühmten Mind-Life-Konferenzen des Dalai Lama mit führenden Wissenschaftlern. Sie betreibt Seelsorge in Gefängnissen, was der Dalai Lama auch immer sehr anrät. Sie hat dann in ihrer Lehrtätigkeit Reisen unternommen nach Nordamerika, Lateinamerika, Israel, Singapur, Malaysia, Indien und die Ex-Sowjetunion. Was alles in einem Leben unterbringt. Sie gründete dann das Shravasti-Kloster im Washington State, der sie auch jetzt als Äbtissin vorsitzt. Und dort wird übrigens ein Rundbrief rausgegeben, den ich sehr empfehlen kann. Dem entnehme ich immer auch sehr gerne Informationen. Von der Shravasti-Kloster gibt es einen Rundbrief. Außerdem hat sie zahllose Publikationen gemacht. Das sprengt wirklich den Rahmen, wenn ich das heute alles aufzählen würde. Auf jeden Fall zuletzt mit dem Dalai Lama, One Teacher, Many Traditions. Ich denke, eine sehr wichtige Veröffentlichung, wo auch mal durchgeforstet wird, wie die letztlich doch sehr ähnlichen Unterweisungen der verschiedenen Traditionen mit leicht verschiedenen Aspekten in den verschiedenen Traditionen eigentlich eingeschätzt werden, wie zum Beispiel die 4 Unermesslichkeiten und anderes. Außerdem hat sie zahllose Bücher ediert. Ach so, und das allerletzte Buch, was auch dort draußen ausliegt und was nachher signiert werden kann, ist die Weisheit eines offenen Herzens über Buddhismus und Psychotherapie offenbar. Sie betont, wie Sie sehen werden heute Abend, den Dharma, wie man sie im Alltag leben kann und lehrt ihn so, dass für die Westler er besonders gut verständlich ist. Wie humorvoll und warmherzig und klar sie dabei auftritt, werden wir sicherlich gleich erleben. Das tibetische Zentrum ist sehr geehrt, dass sie unsere Einladung angenommen hat. Und wir haben das getan, weil wir ihr sehr profundes, traditionelles Wissen schätzen und gleichzeitig ihre Offenheit für andere Religionen, andere buddhistische Traditionen oder die sogenannte säkulare Gesellschaft. Gerade heute Morgen habe ich gelesen, sie kommt ja gerade aus Frankfurt vom Tibethaus, wo sie sehr gefeiert worden ist, offenbar auch, wo das bestätigt wurde, was ich bereits gesagt habe. Ja, heute wird sie zu dem Thema sprechen, Leben als buddhistische Frau im Westen. Das Ganze ist innerhalb unserer Veranstaltungsreihe vom Tibetischen Zentrum Frauen im Buddhismus, das in diesem ersten Halbjahr 2016 stattfindet.
Ab morgen wird sie in unserem Klausurhaus in der Lüneburger Heide, Sam Killing, eine Klausur leiten bis zum 24.04. Und darüber hinaus kann ich schon darauf hinweisen, dass im Juni auch Jezima Tenzin Palmo kommt, die wahrscheinlich viele schon kennen, auch von, sie war ja vor einigen Jahren auch schon mal hier, auch hier am Rudolf-Steiner-Haus. Sie wird am 10.06. zu dem Thema Glücklich leben, friedlich sterben sprechen und später dann ein Seminar zum Mahamudra vom 11. bis 12.06. auch hier am Rudolf-Steiner-Haus leiten. Gut, wenn Sie dann noch nicht genug haben von all diesen Dharma-Aktivitäten, können Sie natürlich auch sich informieren über das Studienprogramm des Tibetischen Zentrums, was vorhin hier auch gerade ein bisschen vorgestellt wurde, was ab Oktober läuft, der 12. Lehrgang, wo Sie dann zum Beispiel ein Grundstudium des Buddhismus über 3 Jahre vollziehen können. Nun freuen wir uns aber auf den Vortrag. Vielen Dank. So our title tonight is Buddhist Women in the West, which many of you are, so I don't know why I have to tell you about yourselves. Der Vortrag heißt ja buddhistische Frauen im Westen und die meisten von ihr seid es ja, also weshalb soll ich darüber was reden? Ja. Yeah. But some things have come to my mind about it, because clearly, you know, as Buddhist women in the West, we're, because of our culture, you know, how we were raised, then we're going to be bringing a different dimension to Buddhist organizations and to Buddhist practice. As being raised in the West, we... Yeah, because we've been raised in the West, we have a different culture. Mm-hmm. So yes. our approach to the Dharma is going to be different than, let's say, somebody who has been raised in Asia and is coming to the Dharma. Mm-hmm. Wir sind ja alle kommen alle aus dem Westen, aber sind im Westen aufgewachsen und unsere Kultur ist die des Westens und somit haben wir eine andere Herangehensweise an die buddhistische Lehre. Das ist anders als die Menschen, die in Asien aufgewachsen sind und Buddhismus kennengelernt haben. Okay. Let me just give you an example. When I first went to Dharamsala in the 70s and I was ordained, the nuns, the Tibetan nuns, at that time didn't have much education. It's changed in recent years, but at that time they didn't have a lot of education. Mm-hmm. And the Tibetan nuns also tend to be rather shy and sweet and demure, and they don't ask a lot of questions, and they kind of, you know, are just very respectful. Okay. Mm-hmm. Als ich in den 70er Jahren nach Dharamsala gefahren bin, gab es da auch schon tibetische Nonnen, aber die waren ja sehr, die waren damals nicht besonders gebildet und waren sehr schüchtern und zurückhaltend und, wie sie gezeigt hat jetzt, so selbst denigrierend oder so, selbst nicht so achtend. So they were my role models. So I tried to act like that. Okay. Sie waren... And it didn't work. I was a failure. Also diese Nonnen waren halt meine, waren halt für mich, so muss man als Nonne sein. Und so habe ich auch versucht zu sein, aber es hat nicht gut funktioniert. You know, kind of sweet and shy. So süß und schüchtern, das passte nicht so zu mir. Yeah, I couldn't do that. And so at some point, I had to just say, okay, this isn't working, trying to copy the Tibetan nuns. You know, I have a university education, I had a career, I know about the world. I can't pretend to be sweet and shy and, you know, I have to ask questions and I have to do things. Und ich konnte es ja mir selber nicht verbergen. Ich bin ja, ich
ich bin gebildet, ich habe eine Universitätsausbildung, eine Karriere und ich habe Fragen zu stellen und ich stelle Fragen und ich kann nicht einfach so zurückhaltend und süß und schüchtern sein. Das geht einfach nicht. At the same time, you know, that I had to be myself, I also had to adapt to their culture. Because if I just did things the way we do them here in the West, it would give the wrong impression to the Tibetan community. Ich musste schon gewissermaßen mich anpassen, weil wenn ich mich nicht so einigermaßen so benehme, dann ist es für die tibetische Gesellschaft also fremd, wenn eine Nonne sich so anders benimmt. Yeah. So, for example, in the West, you know, if there's gender discrimination, we say something. Also im Westen, wenn es aufgrund der also Mann, Frau, wenn man da diskriminiert wird, dann sagt man was. Now, some people, when they say things, they're quite agitated and quite angry. Und manche sind dabei manchmal sehr aufgeregt und ärgerlich. And if you go to a Tibetan geshe and you're agitated and angry and say, you people are discriminating against women and we want our equal rights, they're going to look at you. You know, don't you know that anger is a defilement? Why should I listen to you? Und wenn man jetzt zu einem Lama oder einem tibetischen Lama oder Geshe geht und sehr aufgeregt und ärgerlich ist und sagt, das geht nicht, dass Frauen so diskriminiert werden, und dann schaut er einen so komisch an und sagte, weißt du nicht, dass Ärger eine Geistesgift ist? So when you say things, you have to be you have to be discreet. You have to be non-accusatory. Non-accusatory. Okay. So not accuse them of anything. Mm-hmm. Yeah, they don't like that. Yeah. Well, nobody likes that. Yeah. Okay. Man muss sich jetzt also sehr diskret benehmen. Und den Gegenüber nicht, was heißt accuse? Anklagen, danke. Nicht anklagend hervorgehen. Yeah. Das mögen sie nicht. Und wer mag schon, wenn man so anklagend getroffen wird? Also. Yeah, so basically you have to be respectful of the tradition. Also man muss eigentlich im Grunde genommen der Tradition gegenüber Respekt hervorbringen. Es muss respektvoll sein. And it can't be phony respect. It's got to be real respect in your heart. Und es ist, kann nicht gekünstelt werden. Es muss wirklich vom Herzen Respekt da sein. And also, it's got to be, put it this way, from the Tibetan perspective, we are, as Westerners, we're outsiders. You know, we're not part of the Tibetan Buddhist community. Yeah. Ja, also von der tibetischen Sicht her sind wir Ausländer. Wir gehören nicht zur tibetischen Gemeinschaft. So we can't go in as if we're full members saying we want to change things, because from their perspective, you know, we're foreigners, you know, and they're the real Tibetan Buddhists who are going to carry on the tradition. Mm-hmm. Ja, also wir können ja nicht in die Gemeinschaft, tibetische Gemeinschaft eindringen. Sie würden uns als Eindringliche sehen. Wir sind Ausländer und wir gehören nicht zur Gemeinschaft. Und sie sehen ja gar nicht, also für sie ist ja ihre Tradition in Ordnung, so, und wir wollen das anders machen, aber sie sehen ja keinen Grund, das anders zu machen. They don't see any reason to change. Hmm? They don't see any reason to change. No, change.
Sie haben keinen Grund, irgendwas anders zu machen. Also wozu? Das läuft doch alles wunderbar in Ihrer Gemeinschaft. Yeah. I mean, when it's worked that way for 1,000 years, why in the world would you want to change? Also seit 1,000 Jahren gibt's ja diese Tradition. Was soll man daran ändern? Das läuft doch gut. Yeah, it's very interesting in Tibetan culture. Reform means you go back more to the original. Where in our culture, reform means you're doing things for the future. So it's a very different cultural perspective. Also in der tibetischen Tradition heißt Reform oder reformieren heißt, dass man zurückgeht an die Quelle. Während für uns heißt Reform oder reformieren etwas für die Zukunft ändern. Okay. In die Zukunft schauen. So, because I spend a great deal of time living in India and Nepal with the Tibetan community, and I was trained there, I wasn't trained in the West, I felt rather sad and hurt that I wasn't part of the, you know, recognized Buddhist institution, so to speak, there, you know, that I was an outsider. Also ich war ja viele Jahre in Indien und Nepal und habe mein Training dort bekommen in der tibetischen Gemeinschaft, aber ich war etwas traurig und verletzt, dass ich nicht wirklich dazu gehört habe, dass ich immer so Ausländer war. Yeah. And for years this disturbed me, and then finally at some point I just accepted it. It's like this is the way it is, so might as well accept it. It's not going to change. And then years later, I actually came to see it as an advantage that I wasn't part of the established institution. So at the beginning it was kind of hurtful, and then I accepted it. Second stage, third stage. You saw the benefits. Yeah. So, also zuerst, also ich war lange Zeit, war ich verletzt oder hat mich das wehgetan, dass ich nicht Teil der Gemeinschaft war. Und dann habe ich das mit der Zeit akzeptiert. Und später, Jahre später, habe ich gesehen, dass es ein Vorteil ist, nicht Teil der Gemeinschaft zu sein, sondern außen stehen zu können. Okay, so let me tell you how I came to see it as a benefit. When the Buddha set up the order of monks and nuns, he had both fully ordained monks and nuns. But the lineage for the nuns' ordination never spread to Tibet. And so we could become novice nuns, but we couldn't become fully ordained nuns. Also der Buddha hat ja vorgesehen, dass es Mönche und Nonnen gibt. Und die Überlieferung für die Nonnen ist aber nicht nach Tibet gekommen. Und das heißt, die Überlieferung für die Noviznonnen ist nach Tibet gekommen, aber nicht für die volle Ordination. Die ist nie nach Tibet gekommen. And so in order to take the full ordination, I had to go to Taiwan and take it there, but that follows a different Vinaya lineage than the Tibetans follow. Und um die volle Ordination als buddhistische Nonne nehmen zu können, muss ich nach Taiwan fahren. Und dort gibt es eine andere Vinaya-Übertragungslinie als in Tibet. Okay. I asked His Holiness the Dalai Lama's permission to go and take the full ordination in Taiwan. He gave me his permission. Ich habe seine Heiligkeit dem Dalai Lama um Erlaubnis gebeten, die volle Ordination in Taiwan in dieser Tradition zu nehmen, und er hat es mir erlaubt. Yeah, and it was a very powerful experience for me. Und es war eine sehr überwältigende Erfahrung für mich. Okay. And I had the freedom to go to Taiwan and do that, because I was outside the institution. The Tibetan nuns have too much social pressure
to be able to go to Taiwan to take the ordination. Und ich konnte nach Taiwan fahren, weil ich eben außerhalb der tibetischen Instituten war, aus und der Gemeinschaft. Und da hatte ich die Freiheit, dahin zu gehen. Und die tibetischen Nonnen in der Gemeinschaft, die hatten halt nicht diese Freiheit, weil der soziale Druck einfach zu groß war. Yeah. So, you know, their teachers, who are mostly monks, say you don't need to take the full ordination. You can practice the way you are, and so on. And if they then, you know, went there, it would really cause a lot of ripples in their nunneries. Mm-hmm. Whereas for me, I could do it, and the Tibetans really didn't care. As long as when I came back into their community, I didn't act arrogant and start strutting around saying, I'm fully ordained and you should respect me, because that would not go over very well. Und die tibetische Mönche und Lehrer, die haben also die Meinung halt verbreitet, dass man, es ist ausreichend, eine Noviznonne zu sein, man muss ja gar nicht voll ordiniert sein. Aber ich war ja frei und konnte hingehen. Aber wichtig war, als ich dann wieder zurückkam, dass ich nicht mich als so stolz herumgehe und sagt, oh, jetzt bin ich voll ordiniert und ihr müsst mich jetzt alle respektieren. Das wäre nicht gut gewesen. Das wäre nicht klug gewesen. And then, another part where I had more freedom as a Westerner than the Tibetan nuns did, was when it came to establishing Srivasti Abbey. Und auch noch ein Vorteil, also meine Freiheit zu haben, außerhalb der tibetischen Gemeinschaft zu sein, war halt, als ich dann Srivasti Abbey, also das Nonnenkloster, gründen wollte. Yeah, and even among some of the Westerners, they thought I was a bit weird going off and starting something myself. It's like, because usually your teachers tell you to do something. Yeah. Und sogar Westler haben gedacht, das ist ein bisschen komisch und ein bisschen merkwürdig, dass ich da alleine auf eigenen Füßen was mache, was starte. Und weil, denn normalerweise sagen ja halt die Lamas, was man zu tun hat. Yeah. But again, I asked His Holiness's permission, and he said yes. So nobody can say anything after that. Aber da habe ich auch seine Heiligkeit um Erlaubnis gebeten, und er hat ja gesagt, und so hat ja keiner was dagegen sagen. Yeah. So we set up the abbey, and our practice tradition is follows Jason Kapa's tradition, the Tibetan Buddhist tradition, but our Vinaya lineage, we follow the Chinese, the Dharmaguptaka Vinaya lineage. So haben wir das Abbey, also das Kloster, angefangen, und von der Praxis Tradition her folgen wir dem Tsongkhapa Überlieferungslinie, aber von der Ordinationslinie her folgen wir der chinesischen Linie her. Okay, so a Tibetan nun couldn't do that. Und yeah. Eine tibetische Nonne könnte das sowas gar nicht machen. Okay, for us it's worked out very well, because many of my teachers have come and they have taught at the Abbey, and they see a community of people living and practicing together there in harmony, and they're very happy to see. Und viele meiner Lehrer sind gekommen und sehen, dass da eine Gemeinschaft von Praktizierenden sind, und die sind harmonisch und praktizieren zusammen, und die sind sehr glücklich, sowas zu sehen. Yeah. And so they think, well, kind of interesting. They follow the Chinese Vinaya, you know. But as long as they're not saying that they follow the Mula Srivastavada Vinaya that the Tibetans do, then it's okay. Because if we were to say we were following their Vinaya, well, no, we can't do that because they don't have fully ordained people. Mm-hmm. But as long as we follow the other one, it's okay. Mm-hmm.
Und dann haben sie halt, die Lehrer haben halt gedacht, also solange sie dann also gut praktizieren und die chinesische Überlieferung, Vinaya, also von dem Gelübde her, Non-Gelübde her, die chinesische Überlieferungslinie folgen, ist ja okay. Obwohl China, naja, China war, Chinesisch war schon ein bisschen suspekt. Chinese because of the politics, Chinese because of the politics. Yeah, it's difficult. Ja, ja, also Chinesisch, also die Chinesisch, Chinesisch halt das Wort schon, das war halt schon ein bisschen schwierig wegen der Politik, ne? Und aber die Vinaya, die Nonnengelübde, diese Überlieferungslinie war halt in der Linie in Chinesisch, und da haben sie schon ein bisschen komisch geguckt, aber solange sie dann gut praktizieren und die Praxislinie ist ja von Tsongkhapa, dann ist alles okay. Yeah. So it's worked out well and we're all very happy to follow the Chinese Vinaya. We give the novice ordinations at the Abbey in English, and then the full ordination for women, they go to Taiwan and take it there. In the Chinese tradition. Mm-hmm. Yeah. Also so hat es also sehr gut, ist alles sehr gut geworden, und wir selber ordinieren dann die Menschen, die ordiniert werden wollen, also die Novizordination geben wir selber in der Abbey im Kloster, aber wenn die Frauen voll ordiniert werden wollen, dann fahren sie nach Taiwan und werden da voll ordiniert. Okay, so maybe we're an example of how to say, you know, innovation in that way in the Tibetan tradition. But I also try and take it very seriously and be very careful about any kind of innovations or changes that we make in things. So gewissermaßen haben wir also was Neues jetzt gemacht und erfunden, oder? Aber ich bin sehr vorsichtig in dem was neu erscheint. Yeah. So for example, if you compare me to the Tibetan Geshe's, I would be on the liberal left as far as you could go. Also wenn man jetzt von der also Sichtweise eines Tibetan Geshe's sitzen würde, dann wäre ich an ihrer ganz linken liberalen Seite. But if you compare me to many of the Western Buddhist teachers, you know, and their ideas, then I'm on the right about as far as you can go. Aber wenn man mich vergleicht mit anderen westlichen Lehrern oder Lehrerinnen, dann bin ich da ganz rechts, so rechts wie man gehen kann. Yeah. Because I really value the tradition. Yeah, I don't want to throw the Buddha out with the bathwater. Also, denn, expression in ja, mal an Sie. Okay. Denn ich verehre ja sehr den Buddha und möchte nicht den Buddha mit dem Badewasser herauswerfen. Yeah, because lots of Western teachers are talking about we're going to have Western Buddhism and American Buddhism and German Buddhism and French Buddhism. We're going to do it our way because we know best what Buddhism really is. And I don't think so. Also, wenn man denkt, wir wissen das am besten, jetzt amerikanischer Buddhismus oder deutscher Buddhismus oder französischer Buddhismus, wir wissen das am besten, dann glaube ich wirklich nicht, dass es so ist. Yeah. Sometimes I don't know how it is here in Europe. I think sometimes Europe is much more civilized than the US. Yeah. We're a little barbaric across the ocean. Also, ich glaube, für mein Gefühl ist Europa ein bisschen zivilisierter als Amerika. Ich glaube, Amerika ist ein bisschen barbarisch. I mean, when you have Donald Trump running for president, you've got to be crazy. Also, wenn man jetzt diesen Donald Trump als Präsidenten wählen will, dann muss man schon. But he came from Germany. Yeah, he started out with you guys, and you sent him to us. Aber er hat deutsche Wurzeln, und wir haben ihn da nach Amerika geschickt.
Really? Yeah. I think it was a great grandfather or somebody. Mm-hmm. Yeah, his last name was Drumpf. Drumpf. Also sein Großvater oder Urgroßvater war Deutscher. Yeah. So where was I? Okay, respecting the tradition. Yes. So I want to be very careful. I mean, we can't change the Dharma teachings. Also ich bin sehr vorsichtig, ich möchte auch sehr vorsichtig sein. Wir können die Dharma-Unterweisungen nicht ändern. Yeah, thinking we can change the teachings is equivalent to saying that we know more than the Buddha. Wenn wir sie ändern möchten, dann heißt das, wir wissen mehr als der Buddha. Okay. Now, I don't know about you, but I don't want to say that. Also because it would be a big lie. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich würde das nicht sagen wollen, dann das wäre eine große Lüge. Yeah. And in a lot of American centers, they want everybody to be equal. Und in vielen amerikanischen Zentren möchte man, dass alle Menschen gleich sind. Yeah, but to tell you the truth, I don't want to be equal to my teachers. Aber ganz ehrlich möchte ich meinen Lehrern nicht gleich sein. Because I'm not qualified like they Weil are. Ich habe nicht die Qualifikationen, die sie haben. Yeah, I think yes, we should all be equal in the sense of expressing our ideas, but the decisions need to be made by the people who know more. Also ich denke schon, dass wir gleich sind, indem wir unsere Ideen Ausdruck geben können. Aber die Lehrer sind auf jeden Fall qualifizierter, sie wissen mehr. Yeah. And I've just seen a lot of people come into Buddhist circles and just say, well, you know, the Buddha didn't teach this and he didn't teach that. Basically, because they don't agree with those tenets. Und Leute kommen her und sagen, das hat der Buddha nicht gelehrt oder das hat er nicht gelehrt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass sie nicht einverstanden sind oder nicht damit, nicht die gleiche Sichtweise haben, wie im Buddhismus gelehrt wird. So there's a tendency to want to change Buddhism so it agrees with my ideas. Also einige tendieren halt dazu, dass der buddhistische mit den eigenen buddhistischen Inhalte mit den eigenen Ideen übereinstimmt. But in fact, the Dharma should challenge everything that we think. Aber eigentlich sollte der Dharma alles in Frage stellen, was wir denken. Okay, and make us really look and explore all of our assumptions, our preconceptions, so that we can really discern with wisdom. You know, what is true and what isn't. Und es ist wirklich wichtig, dass wir alle unsere Konzepten, unseren Vorstellungen und so weiter also in Frage stellen, damit wir auch unterscheiden können und Weisheit entwickeln können. So I think we have to be very careful as Westerners there and not be arrogant and think that we can change the actual teachings and alter the path to liberation to make it so it's more comfortable for our egos. Because that doesn't work. You know, we're not going to get liberation that way. Also wir können den Pfad zur Befreiung nicht einfach ändern und so dass es für uns bequem ist. Das ist eine Versuchung, aber so geht das nicht. What we can change is the cultural elements. Was wir ändern können, sind die kulturelle Teile. Now the difficult part is telling what are the difference between what's the teachings and what are the cultural Aber elements. Aber da muss man dann, ist nicht so einfach zu unterscheiden, was ist jetzt kulturell bedingt und was sind die Lehren vom Buddha. Yeah. So, you know, as far as I'm concerned, things like gender equality, that's a cultural element. Also was ich denke, ist, dass diese, also Gender-Auseinandersetzung, also Frau-Mann, also Gleichsetzung, das ist eine kulturelle Sache. Yeah, in the sense that the Buddha wanted every single sentient being to attain liberation. He didn't want just half of the sentient population to attain liberation. Der Buddha wollte ja, dass alle
alle Lebewesen die Erleuchtung oder die Befreiung erlangen und nicht die Hälfte. And I don't think Buddhism will really take root and spread in the West if there's gender inequality. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass der Buddhismus im Westen also sich ausbreiten wird, wenn es keine Gleichheit gibt zwischen Mann und Frau. Okay, so things like that I think we can change. Also sowas, yeah, denke ich, können wir schon ändern. Yeah, but the essential elements of the Buddhist doctrine, we have to be quite careful about those. Aber mit den wichtigen Teilen der Lehre, da müssen wir schon vorsichtig sein. Okay. And so this is I think a special challenge that we have as Westerners, bringing Buddhism here, is, you know, how to work together with our Tibetan teachers so that all of us can tell the difference between what is the Dharma and what is culture, and then see what kind of cultural forms can be adjusted to make it easier or more organic for people here to practice. Es ist unsere besondere Aufgabe, zu unterscheiden, was kulturell ist und was nicht kulturell ist, was wirklich zur Lehre gehört, damit wir auch den Buddhismus hier im Westen auch leben können und dass es auch auf organische Weise geschieht. Okay. One other thing that I've noticed that people want to change in the West, or maybe they don't understand, is the role of the Sangha, the role of the monastic community. Da ist noch eine Sache, die ich noch sprechen möchte, und das ist die Rolle der Sangha, also der monastischen Gemeinschaft. Because I've heard many people, even Western Buddhist teachers, say, oh, monasticism, it's patriarchal, it's old-fashioned, it's for the people who are repressing their sexuality and don't want to become intimately, emotionally involved. So we don't need it here in the West because we are sexually liberated. Ja, es gibt halt Menschen im Westen, die sagen, auch Lehrer, also buddhistische, sogenannte buddhistische Lehrer, die sagen, dass die ordinierten, also monastische Sangha, das ist altmodisch und patriarchalisch und die unterdrücken ihre intimsten Wünsche und weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß noch und was auch immer. Und das meiste habt ihr ja verstanden, oder? I've forgotten half of it. Und wir selber sind ja so befreit. Wir sind sexuell frei. Ja. They say monasticism is too hierarchical. Das ist, und die monastische Sangha, das ist zu hierarchisch. Ja. Und das. So they make these kind of accusations without really understanding historically the role that the monastic community has played in preserving and passing down the teachings. Und diese Menschen verstehen halt den historischen Hintergrund nicht und die Rolle der Ordinierten in der Bewahrung und Ausbreitung und Verbreitung des Buddhismus. Der monastische Sangha hat eine sehr große Rolle gespielt. Yeah. Now, it's very interesting, because the Buddha says that the Dharma flourishes in a place where there's a monastic community with four or more fully ordained people who do the three special Vinaya or monastic rites. Ist es sehr interessant, weil der Buddha selber gesagt hat, dass es eine Gemeinschaft von Did you say the fourfold community or the Sangha with four fully ordained people who does the three. Buddha sprach selber von den monastischen Sangha von vier
Vollordinierten, die dann drei bestimmte Rituale oder Zeremonien ausführen müssen. Okay. And I can just share a little bit with you about my experience, about how I came to understand that. You know, because it wasn't obvious to me at first. Ich möchte, das wurde, war mir auch nicht klar am Anfang früher, und ich möchte das gern mit euch teilen, was es jetzt, was ich daraus gelernt habe. Okay. So when we began Shravasti Abbey in 2003, there were three residents, me and two cats. Als wir mit unserem Kloster Abbey angefangen haben, gab es drei Bewohner, ich selber und zwei Katzen. Yeah. And gradually, as time went on, we got more cats and we also got more human residents too. Und allmählich, also mit der Zeit, haben wir mehr Bewohner bekommen, also auch mehr Katzen, aber auch mehr Menschen. Okay. And as we got more human residents who, you know, became novices and then trainees and then took the full ordination, the whole feeling of the abbey changed. Und als diese Menschen dann auch zuerst die Novizordination nahmen und dann die volle Ordination nahmen und wir eben praktiziert haben, dann hat das die Stimmung oder das das Gefühl des Klosters hat sich geändert. Ja. At the very beginning, when people would come to visit, they had the feeling like they were coming to somebody's house to hang out. And I had to keep reminding them, no, this was a monastery. Now when people come, I don't need to remind them it's a monastery. They see it, they feel it for themselves. Okay. Am Anfang kamen Leute zu Besuch und wollten einfach so ein bisschen Urlaub machen oder einfach uns so besuchen und ein bisschen herumhängen. Und da musste ich sie erinnern, dass das ein Kloster sei. Aber jetzt, wenn Leute kommen, dann sehen sie gleich, das ist ein Kloster, und man spürt es auch, dass es ein Kloster ist. And we get letters from people all over the world who say thank you for existing. Und wir bekommen Briefe aus aller Welt von Menschen, die sich bedanken dafür, dass wir einfach da sind. Because they say, you know, I'm here at home and I have all these difficulties, but I think of all of you there practicing and generating bodhicitta and wisdom, or at least trying to. And they say it fills my heart with inspiration and with hope. Und also ich zum Beispiel ein Brief, ich sitze hier zu Hause und ich denke an euch. Und wie ihr da den Erleuchtungsgeist oder den Geist zum Erwachen da generiert, kultiviert und Mitgefühl. Und es füllt mich selber mit, also macht mich sehr warmherzig und es inspiriert mich selber, das zu spüren. Ja. So one person alone cannot generate that feeling in other people. It has to be a community. Und eine Person alleine kann solche Gefühle nicht hervorbringen in anderen Menschen. Es kann nur von einer Gemeinschaft kommen. And I think it has to be a community of people who are living in celibacy, you know, who live slightly outside society, but also act as the conscience of society. Und das müsste dann auch eine Gemeinschaft sein, wo die Leute zölibatär leben, ein bisschen außerhalb der Gesellschaft, aber trotzdem noch zur Gesellschaft gehören. Yeah. Outside the community, but we live a little bit outside society because we don't follow all of society's norms, but we also act as the conscience of society. Okay, thank you. Wir leben außerhalb der Gesellschaft etwas, aber wir sind das Gewissen der Gesellschaft. Yeah. What I mean by the conscience of society
is take for example, yeah, my country. Our national policy is we're going to bomb you until you decide to do things our way. Zum Beispiel, die Politik sagt. I'm generalizing, but zum Beispiel, it's true. Also es ist einfach ein kleines Beispiel und es ist zum Beispiel die Politik sagen, also wir werden euch bombardieren, bis ihr nachgibt und euch so benimmt, wie wir es wollen. Okay. Whereas monastics, we don't believe that that's the way to create peace in a chaotic world. Und als monastische Gemeinschaft oder als Ordinierte glauben wir nicht, dass dies der Weg ist, um Frieden in der Welt hervorzubringen. Yeah, and we demonstrate our way of creating peace by living it. And that makes people in society question, you know, how are we creating peace? Und wir bringen Frieden hervor, indem wir einfach in Frieden leben und praktizieren. Und dann sehen Menschen und sagen, oh, wie machen die das? Wie machen sie den Frieden? Wie bringen sie den Frieden hervor? We live in a consumer society where everybody wants more and better, more and better. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die konsumiert und es muss immer mehr sein oder besser sein. But as monastics, we wear the same clothes every day. Can you imagine that? Yeah, what would your friends say if you wore the same clothes every day? Aber als Ordinierte tragen wir die gleiche Kleidung jeden Tag. Was würden eure Freunde dazu sagen, wenn ihr jeden Tag das gleiche tragen würde? Yeah. And we just, I mean, look at my hairdo. I don't have to worry that it's getting white. Und schau mal meine Frisur an. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Haare weiß werden. Yeah. I don't think about how do I look, you know, because I look the same way every day, and you know, and I know that it isn't the latest Vogue magazine style. Und ich brauche mir auch keine Sorgen zu machen, wie ich aussehe, weil wenn ich in den Spiegel gucke, weil ich sehe immer gleich aus und ich weiß, dass es nicht das in dem Vogue-Magazin, also der so wie man aussehen sollte. Yeah. But I also know that if people are going to like me, it's not because I'm sexy and glamorous and because I have nice shoes and a good outfit. If they like me, it's going to have to be because of something inside here. Und wenn mich Leute mögen, dann ist es nicht, weil ich sexy aussehe oder weil ich die letzte Mode trage oder was auch immer, sondern weil ich hier drin etwas habe. Yeah. When I tell this to kids in high school, their jaws drop. Like. Yeah. Wenn ich das dann Schülern in den Schulen sage, dann fallen ihnen das Kind runter. Yeah. Okay, but it's in this way that we kind of act as a conscience to society. Do we really need to consume so much? Und auf diese Weise tragen wir dazu bei, also das Gewissen der Gesellschaft zu sein, weil wir stellen in Frage, brauchen wir das wirklich alles und so viel? Do we really need to judge people by how they look? Müssen wir wirklich die Leute beurteilen in dem, wie sie aussehen? Okay. To really establish the Dharma here in the West, you need not only the monastic community, you need the lay community as well. Und den Dharma, um die Lehre, buddhistische Lehre hier im Westen zu etablieren, braucht man nicht nur die Sangha, den monastischen Sangha, sondern auch natürlich die Nicht-Ordinierten, also die sogenannten Laien. And here the Buddha spoke about the fourfold assembly. Fully ordained monks and nuns, and then lay disciples with five precepts, both men and women.
Und der Buddha hat ja von einer vierfachen Gemeinschaft erzählt, dass er kreiert. Also einmal die vollordinierten Mönche, die vollordinierten Nonne und dann die Männerlein und die Frauenlein jeweils mit den fünf Leinregeln. Okay, so when you have that whole community, yeah, then everybody is working together to make the Dharma grow. And when I say make the Dharma grow, the real meaning of that is it growing in our own minds. Mm-hmm. Und diese vierfache Gemeinschaft, also von Mönchen, Nonnen und Männer, männliche Laien, weibliche Laien, durch diese kann überhaupt erst der Buddhismus Fuß fassen. Und indem das wir in unserem Herzen, in unserem Denken und Handeln entwickeln. Yeah. So that mental transformation is what makes the Dharma really exist, and that's the responsibility of each and every one of us. Und diese Transformation im Geist oder diese geistige Transformation, noch ein anderes Wort? Schulung, Übung, die geistige Übungen und eine geistige Schulung ist das, was wirklich den Dharma also ins Leben bringt und wächst. Dadurch wächst der Buddhismus dann auch. Und das ist die Verantwortung von einem jedem von uns. Von jedem. So the Dharma isn't, we shouldn't come to the Dharma with the mind that says, how can the Dharma help me? Also, wenn wir jetzt dem Dharma gegenüber, der Lehre gegenüber sagen, wie kann die Lehre jetzt mir helfen, das ist keine gute Herangehensweise. And what situation is good for my practice? And what book should I study? And what Dharma teacher should I go to? And how should I adjust my practice? And what results am I going to get from doing a daily meditation practice? Okay, und immer dieses Ich. Wie kann ich am besten praktizieren, welchen Ort und wie, mit welches Buch hilft mir jetzt am besten, zu welchem Lehrer gehe ich, damit ich dann gut praktizieren kann. Also dieses Ich-Denken spielt eine große Rolle, aber das ist jetzt nicht die beste Vorgehensweise. Okay, in other words, it's not ich all the time. Also nicht immer. Yeah. Dharma is one place where we really have to work on transforming our mind and caring about others. Ja, der Dharma, also den Dharma auszuüben heißt, dass man uns und dass wir in unserem Denken und Fühlen unser Denken so ändern können, dass wir anderen nützen können und anderen helfen können. Yeah, and not just thinking about how I can benefit, but how can I maintain the Dharma so that future generations will have it here in our world, and the people who come in future generations will be able to meet pure Dharma teachings. Und es geht ja jetzt nicht darum, wie kann mir das jetzt persönlich nützen, sondern wie können wir das weiter üben und tragen, damit zukünftige Generationen auch einen Nutzen davon haben und mit der Lehre leben können und üben können. Okay. So before I mentioned how becoming fully ordained had a very strong effect on my mind, and this is exactly how it happened. Because before that, I was always thinking, you know, my Dharma practice, my retreats, my studies, me. Also bevor ich die volle Ordination erhielt, habe ich nämlich so gedacht, also wie kann ich jetzt meine Praxis fördern, und es ging immer nur um mich. Yeah. But when I took the full ordination, I realized that I was able to do that because for 26 centuries other people had been keeping the precepts and passing them down
generation to generation to generation. And only because of these thousands of people who practiced and kept the precepts for these 26 centuries, only because of them did I have the opportunity to meet the Dharma and to ordain. Und nach meiner vollen Ordination ist mir das aufgegangen, dass ich auch nur diese Ordination bekommen kann, weil 26 Jahrhunderte lang haben die vorherigen Ordinierte ihre Regeln gehalten und weitergegeben. Und nur deshalb ist es jetzt für mich möglich, das auch zu tun. Und ja, und therefore. Yeah, and so it really woke me up. It was like, oh, wow, I have some responsibility now to make it so that these teachings and this lineage continue to exist for future generations. Und da ist mir sehr bewusst geworden, welche Verantwortung ich habe, dass ich jetzt wirklich eine Verantwortung habe, auch diese Regeln gut einzuhalten und weitergeben zu können, damit auch zukünftige Generationen dieses auch machen können, diese Übung machen kann und so leben kann. Yeah, so that really changed my perspective on things quite a bit. Meine Sichtweise hat sich dadurch sehr geändert. Okay. So I've been talking for a while. What I'd like to do is open it up. You may have some questions or comments. Nun habe ich jetzt viel gesprochen und vielleicht haben Sie oder habt ihr auch Fragen oder möchten ihr was sagen? I'm very happy that you're here. Thank you for your teaching. I have a question concerning, can you tell something about the discussion between the Western Buddhist nuns and the Tibetan Buddhist nuns in earlier times and now? I imagine it was not easy at the beginning, and how is it, how was it and how is it now? Okay. Können Sie die Frage auf Deutsch sagen, bitte? Ja, ich habe gefragt, ob sie was erzählen kann über die Diskussion zwischen den westlichen buddhistischen Nonnen und den tibetischen buddhistischen Nonnen, wie das damals war und wie das heute ist, weil ich mir das nicht so einfach vorgestellt habe und so einfach vorstelle. So the discussion. Yeah, between Western Buddhist nuns and Tibetan Buddhist nuns today and yeah. I think in general it's been pretty good. Yeah. I think many Western Buddhist nuns try and help the Tibetans. And the way that they needed help then and still now for the nuns is they need material help. Yeah, because when I came along in the 70s, there weren't very many nunneries. The nunneries that existed, they were extremely poor, you know. And so the real aid that they needed was financial. And now there's more nunneries and more nuns. They're doing better, but they still need support. Ausgeschaltet. Jetzt ist wieder da. Okay. Okay, dann benutze ich das. Also damals waren die tibetischen Nonnen sehr, sehr arm. Und die klösterlichen Gemeinschaften und die Nonnen waren sehr, sehr arm und brauchten wirklich materielle Unterstützung. Und das haben auch westliche Nonnen also auch organisiert teilweise. Und heutzutage sind sie nicht mehr so arm, aber trotzdem brauchen sie noch weitere Unterstützung. I think the Western nuns have to be careful about pushing our values onto the Tibetan nuns and saying, you need to take the full ordination, you know, because they're not there yet. Yeah. Right now, some of them are getting their Geshima degrees, which is really new, you know, and quite wonderful. And they need encouragement for their education and to do that. And slowly after, you know, more and more of them become Geshimas, then the ordination issue will become more important to them. But if we try and push them on that now, it doesn't make much sense and it's not their priority. That's my opinion. Some of my Dharma sisters disagree with me. Also ich denke,
dass es nicht gut ist, wenn man den tibetischen Nonnen sagt, die müssen jetzt die volle Ordination nehmen, dass man sie so pusht. Das ist, ich bin nicht fürs Pushen. Und ich glaube, wichtig für sie ist jetzt, dass ihre Ausbildung zu machen, und einige werden ja jetzt Geshemas, also sind Geshemas geworden, und mehr werden Geshemas, und umso mehr dann eine gute Ausbildung haben, dann irgendwann kommt das von alleine, dass das eine Frage für sie ist, ob die volle Ordination, aber man sollte sie nicht zwingen. Und ich bin da, das ist meine Meinung, aber es gibt andere Dharma-Geschwister, die anders denken. You spoke about your responsibility and how you found it when you got your ordination. Mm-hmm. What do you think is our responsibility, the responsibilities of the lay people? Mm-hmm. Can you say it in German? Also sie hat davon geredet, dass sie so ihre Verantwortlichkeit gefunden hat oder einen neuen Zugang dazu, als sie ordiniert worden ist. Und meine Frage war, was denn unsere Verantwortung ihrer Meinung nach ist als Laien. Okay. I think in terms of Dharma practice, in terms of studying seriously, thinking about the teachings, meditating on the teachings, monastics and lay have the same responsibility. Yeah, the lay people may not have as much time to do it, but still, it's quite important to do. Yeah. Also ich denke, dass sowohl Mönche und Nonnen und Laien erstmal also wirklich studieren sollten, die Lehre studieren sollten und meditieren sollten, also and the three wisdoms, study, okay. Reflect and meditate. Okay, die drei Weisheiten, also studieren, nachdenken und meditieren. Also dass es sowohl für Laien gibt, wie auch gilt, wie auch für Ordinierte, das ist yeah. Unsere Verantwortung. And, you know, monastics start out as lay people. Und wie ihr wisst, yeah. Sind die Ordinierten vorher Laien gewesen. So I have one friend who's a Chinese nun, and sometimes we've done talks together, and people will say, you know, how can we help the Sangha? And she says, well, you can ordain. eine Chinese nun friend. Yeah. Ich habe eine Freundin, eine chinesische Nonne, und manchmal stellen Leute ihr Fragen, und sie sagt, ja, also wie können wir euch helfen? Wie können wir euch Ordinierte helfen? Und sie antwortet, ja, ihr könnt auch Nonne werden oder Mönch werden. Yeah, you're not laughing. Du lachst nicht. I think there's also a very wonderful reciprocal relationship that happens between the monastic community and the lay community. Also es gibt auch eine sehr schöne gegenseitige Beziehung zwischen Ordinierten und Nicht-Ordinierten, also Laien. Okay. So just for example, not all monasteries run the way the Abbey does, but we exist entirely on donations, and we do not buy our own food. We only eat food that is offered to us. Zum Beispiel, also ist unser Kloster, es gibt mehrere Klöster, aber in unserem Kloster ist es so, dass wir nicht unsere Lebensmittel kaufen, sondern dass wir ausschließlich von Spenden leben und dass das Essen offeriert wird und wir von diesem offerierten Essen leben. Yeah. On the other hand, when people come to visit us, we don't charge them to come and stay. Andererseits, wenn Menschen kommen und da bleiben, dann müssen sie nichts bezahlen. So we have what we call an economy of generosity. Aha. Wir nennen das eine Wirtschaft der Freigebigkeit. So we share the Dharma, not only with the people who come to the Abbey, but we have a huge thing on YouTube. Two very well-developed Dharma sites with lots of Dharma material, and we don't charge for any of it. Also wir haben auf YouTube einige Beiträge, viele Beiträge,
und viele online. Yeah, we have two websites. And then YouTube. Okay. Yeah. Und wir haben zwei Webseiten und da ist sehr, sehr viel Material drauf, was man studieren kann und so weiter. Also, und das kostet nichts. Das ist alles umsonst. Yeah, so we see our job is to share the Dharma and to give it without charging. And we hope that people want to keep us alive so we can continue to do that. Und also unsere Verantwortung ist ja, den Dharma weiterzugeben, und das tun wir, indem wir halt da sehr freigebig sind und sehr viel machen auf den Websites und in YouTube und viel Dharma weitergeben, und wir hoffen, dass andere dann also auch Freigebigkeit üben und uns am Leben erhalten können, damit wir das weitermachen können. Yeah. And when I first set up the Abbey and said we're not buying food here, you know, we only eat what's offered, people said to me, you're going to starve. Und am Anfang, als wir mit dem Kloster angefangen haben, da habe ich gesagt, wir werden nur das essen, was offeriert wird. Und dann haben Leute gesagt, oh, ihr werdet verhungern. Aber das ist nicht so. Yeah. Ne? But we haven't starved. Aber wir haben nicht, yeah? wir haben keinen Hunger gehabt. And it's a really beautiful thing that it's like, people, when they come, they take such delight in giving, you know, and it really brings out this beautiful quality in everybody that we all want to give and share with each other. So there's such a nice relationship between the Sangha and the lay. Und wenn die Menschen kommen und uns sehen, dann wollen sie geben. Die haben also eine große Freude daran zu geben, freigebig zu sein. Und miteinander zu teilen, und das blüht dann, alle blühen dann auf, und dieses gegenseitige Geben ist ja wirklich fördert alle, und wir sind alle sehr glücklich damit. Okay. I'm very sorry to have taken the question. No, I just wanted to ask, we're currently debating with my close Dharma friends, the opportunities and the threats to making our activities, Dharma activities, into a charity. So you have a society with all the kind of, you know, for the donations and all these kind of things. And some people, they emphasize the threats. They say there will be, you know, a structure, it ossifies, there will be fighting. There is basically a lot of work that will shift from the Dharma to purely administrative things, and others to purely administrative details, and you don't get down to Dharma. And other friends say, oh, it's great, you can, exactly like you were saying, you can preserve what is from the past, and you can also make something grow for the future in a stable way. And since yourself have started with two cats up to a whole nunnery, I would like to ask you, how have you seen how do you value the opportunities that you have by having a solid fixed structure rather than an informal gathering of, so to say, Dharma friends? And how did you master the threats, such as administrative work and quarrels over priorities and how to do things and stuff like that? Okay, so you want to say it in German? You say it in German? Yeah. Okay, also wir haben mit ein paar Dharma-Freunden gerade eine Debatte geführt, ob es sinnvoll wäre, die Dharma-Aktivitäten tatsächlich in einer karitativen Struktur einzubauen, also dass man sich als Verein eintragen lässt und dann sich im Vorstand trifft und Politik bespricht, und ob das vom Dharma nicht wegnimmt und zu viel zur Administration führt und zu viel möglicherweise Differenzen und Prioritäten und Kämpfen und Misstrauen und Missmut. Und einerseits und andererseits, was sich dadurch für Möglichkeiten ergeben, eben den Dharma doch noch besser und klarer und stabiler bewahren zu können,
und da ehrwürdige Thubten Shujunla angefangen hat mit zwei Katzen und jetzt ein gesamtes Nonnenkloster führt, dachte ich, sie sei die beste Person, die das erörtern könnte. We started, you know, the Abbey started with a structure, and we were, you know, I was very clear that it's for training new monastics and it's a home for monastics. So I had a very clear purpose in mind, and also there were many things I was quite clear about how I wanted to do things. Yeah. And so at the same time, I was aware that the way I want to do things is not going to fit everybody. Yeah, because people have different likes and dislikes and different interests and different ways of doing things. But for the people who wanted to do things this way, at least the Abbey would exist for those people. Yeah, we're incorporated, you know, with the government. We're considered a church and we're a nonprofit organization. So in the U.S., then people can give us donations and they're tax deductible. And I think it's very important when you accept donations that you are meticulous in accounting for everything and that the donations are spent exactly the way people said when they gave the money. If they specified for a specific person purpose, it must be spent in that way. Also ich habe von Anfang an eine Struktur gehabt und also ganz das Ziel war monastisches Training, also Training für Ordinierte und nur ein also zu Hause für Ordinierte zu haben und dass sie da leben können und üben können und auch von Anfang an eine Organisation, eine Cooperation or something, charitable, also wie ein gemeinnütziger Verein, würden wir hier sagen, der das dann trägt und das registriert ist mit der Regierung, also und wo man auch so wie hier auch Steuer, also für Steuervorteile haben kann, wenn man Spenden gibt. Und sie sagt, ich war immer sehr genau mit den Spenden, dass sie genauso benutzt werden, wie die Leute sich das gewünscht haben. Also dass sie genauso zu dem Zweck ausgegeben werden und benutzt werden, wie gewünscht, wie geplant. Yeah, so our accounting books are open if anybody wants to look at them. And then every year we send out an annual report, and part of it is a financial accounting. Und unsere Bücher, unsere Buchhaltung ist offen für jeden, der hineingucken möchte. Und jedes Jahr veröffentlichen wir auch unsere Ausgaben, Einnahmen, und jeder kann sehen, wie wir das Geld benutzt haben. We were quite fortunate. One of my students is an accountant. And she set up the system in a really good way, which is that the people who have access to the money do not have access to the accounting books. And the people who have access to the accounting books do not sign on any of the accounts and cannot handle the money. Mm-hmm. So it makes for a structure that's really clean, mm-hmm. so that people can trust us. Mm-hmm. Also eine meiner Studenten ist Buchhalter oder Buchhalterin, male or female? Mm-hmm. She's female. Buchhalterin, und sie hat die Buchhaltung so aufgestellt, dass die Menschen, die das Geld ausgeben, nicht die Menschen sind, die Buchhaltung machen. Und die Leute, die Buchhaltung machen, das Geld nie anrühren, so dass es ganz getrennte Menschen sind, die diese Aufgaben haben. Und damit ist es immer sauber. Yes.
Mich würde interessieren, wie Sie in Ihrer Gemeinschaft mit Streit und Meinungsverschiedenheiten umgehen, weil ich kenne das aus unserer Gemeinschaft, dass das durchaus ein Thema ist und dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt, wie die buddhistische Lehre weiterentwickelt werden soll. Und wie gehen Sie mit diesen Meinungsverschiedenheiten um und wie fördern Sie eigentlich ein friedliches Zusammenleben in Ihrer Gemeinschaft? The question is, how do you manage, quarrels as well, quarrels and differences of opinion, especially also personal differences of opinion, also how Dharma should be established or how Dharma should be understood. How do you go about dealing with these different opinions and manage to have a harmonious? Yeah. Society, okay. I think in terms of the Dharma, you have a teacher and you have other, you know, and so people trust that teacher and listen. And of course, you discuss and everything the Dharma, but we're all going in the same direction trying to understand it. So there's not too much problem about that. Mm-hmm. Was die Dharma, was die Lehre betrifft, haben wir so Lehrer und wir vertrauen die Lehrer und wir hören zu und diskutieren untereinander, was wir verstehen. Und da ist es eigentlich kein großes Problem, also was jetzt die Inhalte angeht, da gibt es keine großen Meinungsverschiedenheiten. Ja, if somebody came to the Abbey and said, gee, I don't like the way the teachings are here, and I really want more meditation or less meditation, or I want to do a different kind of meditation, then I'd say, very good. It's better if you go to a place where that will meet your needs. Und wenn jemand jetzt ankommt und sagt, ich möchte jetzt mehr meditieren oder mir gefällt hier der Unterrichtsstil nicht oder mir gefällt und dies und das nicht, dann sagt Children, ja, dann kannst du einen anderen Ort aufsuchen, wo deinen Erwartungen oder deinen Bedürfnissen entspricht. Now, as far as the other issues, like when you put a cup in the cupboard, whether you put it in right side up or right side down. Because there are some very strong opinions about that. Aber was jetzt, es gibt natürlich auch, also Methoden, das Glas, wenn das Glas abgewaschen worden ist und ob man das offen in den Schrank stellt oder mit der Öffnung nach unten in den Schrank stellt, da gibt es auch große Meinungsunterschiede, wie wir damit umgehen. What do you do about that? Yeah. What do you do about that? There's other problems I want to tell you about. Das ist eine. Das ist eins der Probleme, die Sie haben. Okay. Then there's also the thing of the food. Und dann das Essen. And somebody needs more protein and somebody needs more sugar. Well, actually they don't, but they like it. But, you know, somebody wants this for breakfast and the other person wants that for lunch, you know, and the food is not meeting my needs. Und dann das Essen, natürlich, das ist ja auch eine Sache. Also wenn jemand sagt, ja, ich möchte eigentlich mehr Protein, also das Eiweiß zu mir nehmen und die eine sagt, ja, ich brauche mehr Zucker, obwohl sie gar nicht mehr Zucker braucht und ich möchte das zum Frühstück haben oder ich möchte das nicht zum Frühstück haben und ich möchte das zum Mittagessen haben, dann okay, and then there's the schedule. Yeah. Und der Tagesablauf. You know, I don't like meditation starting at 5:30. It's too early. Also ich meditiere nicht gern 5:30 in der Früh. Das ist mir zu früh. Well, I want meditation to start at 5 in the morning, so we finish earlier and can do something else. Und ich möchte gerne 5 Uhr anfangen zu meditieren, damit wir nachher mehr Zeit haben für andere Dinge. You know. And how long is our break between this activity and that? This person thinks it's too long, that person thinks it's too short. Und die Pause zwischen den Sitzungen, also für einige ist die Pause zu kurz und für die anderen ist es zu lang. Yeah, and everybody says, if only you change the schedule to the way I want it, then it will be perfect. Und
Und jede meint, ach, wenn dieser Tagesablauf nur so wäre, wie ich das möchte, dann wäre es perfekt. Okay. Then there's the problem of the liturgy, you know? Okay. The prayers, yeah. And there's some people with beautiful soprano voices that the rest of us cannot hit. Und jetzt kommen wir zu den Rezitationen, Gesänge. Es gibt einige mit wunderschönen Sopranstimmen, die aber andere nicht, wo andere aber nicht so hoch singen können. And then there's some of us who chant lower, and the sopranos complain about that. Und andere haben niedrige Stimmen und die Sopranstimmen beklagen sich darüber. And then there's the people who are totally tone deaf that you wish they didn't chant at all. Und dann gibt es diejenigen, die kein Gespür für die Tonhöhe haben und viele wünschen sich, dass sie einfach gar nicht rezitieren würden. Because it all comes out so, sounding so strange. I'm having a flashback. Ich erinnere mich gerade an einige Situationen. Of some people's chanting. So anyway, so I tell people when they come there, I say, okay, there's three things you're not going to like. You're not going to like the liturgy. You're not going to like the way the kitchen's done. And you're not going to like the schedule. Okay. And if you can realize that nobody here likes those three, including you, then we can live together happily. Und ich sage jedem, also es gibt drei Dinge, die du nicht magst hier, also die du nicht magst. Einmal wirst du die Rezitation nicht mögen, du wirst das Essen nicht mögen oder die Küche nicht mögen und du wirst den Tagesablauf nicht mögen. Und jeder kriegt das gesagt. Und dann wissen alle, ja, das sind die drei Sachen, die mir Schwierigkeiten machen und somit können wir zufrieden leben. Okay. But coming back to the crucial question you asked before about what we do with the cups. Yeah. Aber jetzt zur Tasse. Was machen wir mit den Tassen? Wie stellen wir die Gläser oder die Tassen in den Schrank? Yeah. Because it's not just about the cups. It becomes, you don't listen to me. Yeah. And you don't communicate well. And when you communicate, you're making fun of me or you're being rude to me. No, I'm not. Yeah. So. Okay. Also man denkt, es geht ja um das Glas oder die Tassen, die man so oder so in den Schrank stellt, aber eigentlich hört sich das dann so an. Also eigentlich kritisierst du mich. Also du kritisierst mich und ich mag deinen Ton nicht. Und also solche Sachen sind dann noch kommen dann noch raus. Yeah, I mean it's the same thing everywhere, isn't it? Es ist überall so. Yeah, but what's different about the in a monastery is that becomes part of your dharma practice. Aber in dem Kloster ist es halt ein Unterschied zu dem anderen Alltag, ist das unsere Dharma Praxis wird. Yeah, and you have to ask yourself, why do I get so irritated at that person? Und man fragt sich dann, warum irritiert mich das und warum irritiert mich diese Person in dieser Hinsicht? Yeah, there is a sentient being who wants to be happy and doesn't want to suffer, and why can't I see them that way? Und das ist doch ein Mensch oder ein Lebewesen, das möchte glücklich sein und nicht leiden. Und warum kann ich die Person nicht so sehen? Yeah. And why do I get so defensive when somebody asks me a question? Und warum muss ich mich verteidigen, wenn jemand mir eine Frage stellt? Yeah, so all of this becomes part of our meditation practice. So wird das alles, alle diese Vorkommnisse werden dann zur Meditationspraxis. Yeah. And then we also use Marshall Rosenberg's nonviolent communication, and we find that very helpful for helping people to talk to each other and listen to each other. Und dann benutzen wir auch die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Das finden wir sehr hilfreich, wenn wir über die Sachen zu sprechen. Okay. This will be the last question. Ist eine letzte Frage.
Ich habe zwei Fragen. Eine ist, die letzte Frage. Okay. Eine ist, wie die Nonnen sich finanzieren dort. Eins habe ich verstanden, dass dort die Gaben für das Essen gegeben wird, und natürlich das ist eine Sache, und das andere ist, wie sie sich finanzieren. Sollen die Nonnen selbst eine, sage ich mal, ganz praktisch gesehen, Geld oder Budget mit sich bringen und Privatgeld haben, damit die Zeit überleben können? Oder ist das anderes organisiert? Das ist eine Frage. Das andere ist, wie tatsächlich verläuft ein Tagesablauf? Wie bitte? Tagesablauf. Tagesablauf. Dort. Ja, genau. Okay. Danke. Okay. So the two questions are, the first question is, if a nun comes to live there, how does she bring her own money? Because you said food is offered, but there are other things. So does a nun need to bring her own money with her to be able to stay there? And the second question is the schedule, the daily schedule. What is the daily schedule? The daily schedule is on our website, so you can find das that. Der Tageslauf steht auf der Webseite. Yeah. And also we explain on the website too the whole process of how people ordained, because they come for a while as a lay person, then they take 8 precepts, then they take novice precepts, and so on. And so for the all throughout, the abbey offers food and room and board, but in terms of medical and dental expenses, we only cover that for the people who are fully ordained, because we need to be sure that somebody has a firm commitment. Also der Tagesablauf ist auf der Webseite, und auch der Ablauf, wenn man jetzt als Laie hinkommt und dass man dann diese Laienregeln nimmt, das Laiengelübde nimmt, und wenn man länger bleiben will, also ordinieren will, dass man das Novizgelübde bekommt. Und dann, wie gesagt, also full ordination is in Taiwan, yes. Full ordination is in Medical. Und also das Essen und die Unterbringung wird offeriert. Aber jetzt für Zahnarzt und Arztrechnungen, da muss man selber aufkommen. Und wenn jemand voll ordiniert ist und da bleibt, dann kommt das Kloster für alles auf. Dann weiß man, dass diese Person auch wirklich ernsthaft ist, dabei bleiben will. Okay. So there's cards out on the table. Where are they? Es gibt Karten da draußen auf dem Tisch. That have the Abbey's web addresses on it. They're outside there somewhere. Yeah. Also es gibt kleine Kärtchen also von dem Kloster, da wo die Bücher waren, habe ich auch gesehen. So you can pick one up and go to the website. And the YouTube station is youtube.com/Srivasti Abbey. Und so also die Webseite steht auf der Karte, dann könnt ihr da selber auf die Webseite gucken. Und die YouTube-Adresse ist youtube.com/Srivasti Abbey. And then also tonight we're supposed to be, this is the book launch for the German translation und heute of Living with an Open Heart. And the German translation is Die Weisheit eines offenen Herzens. Also heute ist die Vorstellung der deutschen Übersetzung von diesem amerikanischen Buch. Living with an Open Heart ist the American book. Und das deutsche Buch heißt Die Weisheit eines offenen Herzens. Und das ist noch hier drin. Aber man kann es hier kaufen und you will sign it. Yeah. Yes. Und Benjamin Children wird es dann nachher signieren, wer möchte. It's about developing compassion, and it's co-authored me and one clinical psychologist who is a professor at a university near the Abbey. Und es geht um die Entwicklung von Mitgefühl
und Bereberturin und ein Psychologe aus von einer klinischen Psychologe von der University, von einer Universität in der Nähe vom Kloster. Die beiden haben das geschrieben. Yeah, so we talk about developing compassion, you know, from the two perspectives, the psychological one and the Buddhist one. It's not a particularly Buddhist book, but it has the teachings in it. It's for a secular audience. Und es geht um die Entwicklung von Mitgefühl. Die Lehren, die buddhistischen Lehren sind da drin, aber es ist eigentlich für eine nicht religiöse Leute geschrieben und hat eben diese zwei Gesichtspunkte, einmal vom buddhistischen Standpunkt her und einmal von dem psychologischen Standpunkt her geschrieben. Also diese zwei Standpunkte, die kann man dann da erkennen. And then I also brought with me some mani pills, like in Om Mani Padme Hum. Und ich habe auch mani Pillen mitgebracht. Also Mani-Pillen sind Pillen, die mit dem Mantra Om Mani Padme Hum gesegnet worden sind. So they're made out of relics and organic, you know, substances, and then blessed at the main temple in Dharamsala by the monks and nuns and lay people reciting millions and millions of the mantra of compassion Om Mani Padme Hum. Und die bestehen aus organischem Material und is it the pills of organic material and some relics from und Reliquien. Yeah, and then you can and then Moment, I'm not finished yet. I'm just also die bestehen da in diese Pillen bestehen aus organischem Material und Reliquien von Heiligen, von relics of holy persons, aus von heiligen Personen und die sind gesegnet worden durch Millionen von Mantras im Tempel von seiner Heiligkeit in Dharamsala durch die Mönche und Laien und Nuns as well. Nuns were there, monks, nuns and lay people. Also Mönchen durch Mönche, Nonnen und Laien, die da Millionen von Mantras zusammen da rezitiert haben und in der Gegenwart dieser Pillen. Yeah. So sind sie gesegnet. And so you can take them yourself or give them to somebody else. And you can either swallow them or, you know, suck them. But it's good to say Om Mani Padme Hum when you take them and think about compassion. Und man kann sie dann selber so einnehmen oder anderen Leuten geben. Aber es ist gut, wenn man über Mitgefühl nachdenkt und auch also das Mantra auch dann sagt dabei, wenn man das nimmt. Om Mani Padme Hum. So I'll be at the table out there if you'd like them, come by and I'll give them to you. Ich stehe dann da draußen am Tisch und dann könnt ihr euch etwas mitnehmen, wer möchte. Okay. So let's have a couple of minutes of just silence to absorb the evening and our discussion. And so think about what you heard so that you can remember the salient points and take them home with you. Wir schweigen jetzt und wir können dann nochmal überlegen, was wir gehört haben und die wichtigen Punkte nochmal also ins Bewusstsein rufen, damit wir dann auch etwas mit nach Hause nehmen können. And then let's rejoice at spending the evening together doing something really wonderful and enriching our minds and hearts. Und wir können uns darüber erfreuen, dass wir diesen Abend zusammengebracht haben und wir können uns erfreuen, dass wir den Abend zusammen verbracht haben und unser Herzen so enriched, also reicher geworden, wärmer geworden. And so rejoice at what you've done and rejoice at all the positive energy that everybody here has created. Und wir erfreuen uns über das, was wir hier gemacht haben und über die wunderbare Energie, die wir erfahren haben und kreiert haben. And rejoice at all the goodness in the world too.
und erfreuen uns an der Güte in der Welt. And then imagine all that good energy, the merit, as like a light at your heart and send it out to all living beings. Und wir stellen uns vor, dass diese gute Energie, die Verdienste, wie ein Licht sind in unserem Herzen. Und dieses Licht breitet sich aus und geht zu allen Lebewesen. And as this light touches each and every living being, think that it brings very deep peace to their minds. Und wir denken, dass dieses Licht sich ausbreitet und sobald dieses Licht Personen berührt, dass die Personen Frieden im Herzen spüren. The kind of peace that comes from wisdom and compassion. Das ist ein Frieden, was aus dem Mitgefühl herrührt. Dankeschön. Danke. So, thank you very much. Ich werde auf Deutsch sprechen, vielleicht kannst du übersetzen. Schön drin. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Vanutupen Chödrin für ihren Besuch, dass sie die Einladung nach Hamburg gefolgt ist und wünsche, dass sie noch viele, viele Male nach Deutschland und nach Hamburg kommt. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern. Vanutupen Chödrin hat ein sehr fundiertes Dharma-Wissen und hat es mit uns geteilt. Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir auch noch weiter mit Vanutupen Chödrin bei uns in unserem Meditationshaus in Semkeling ein Retreat machen werden, wo es sogar noch einzelne Plätze gibt. Und ich freue mich wirklich sehr und hoffe, dass Sie uns bald wieder besuchen kommen und wir wieder einen wunderschönen Vortrag und Klausur mit Ihnen machen können. Vielen Dank. Thank you.